kriegst jetzt eine neue Übung. Also du kannst die weiterhin machen, sind super Aufwärmübungen und wenn man einfach sagt, ich bleibe jetzt an der dran, siehst du ja, dauert nicht lange. Wenn du ein paar Mal machst oder so, wird es auch besser. Ja. Als andere. Und zwar jetzt machen wir die Hand so schräg über jede Seite. Mhm. Klang ist egal. Also die Töne sollten schon klingen, aber das ist der Aufbau. Spiel mal diese Töne, auch im fünften Bund machen wir es. Kannst du auch mit Plektrum, wie du willst, vollkommen egal. Wunderbar. So, und die Hand bleibt jetzt so, die lassen wir so, also zumindest die Ausrichtung der Hand, okay, und setzen die komplette Hand ein String-Set weiter. Ah, das ist nicht einfach, ich merke das jetzt schon. Nicht die einzelnen Finger, also nicht so, ja, sondern Hand lösen und wieder neu drauflegen. Okay. Ich mach's gleich andersrum, ja, jetzt liegen die einmal. Geht doch. Lass wieder auf die andere Seite. Und jetzt noch eins tiefer. Ja, und versuch mal, die hier nicht so zu verziehen, weil wenn du bei der Gitarre hier so nach unten ziehst, dann ändert sich die Tonhöhe. Klar, ja. Das ist ja keine so knifflige Übung zum Verstehen, aber okay. Und jetzt ein Bund zurück. Muss ich dafür die Saiten loslassen oder kann ich die einfach so... Du kannst auch rutschen hier. Okay. Das ist egal. Das ist sogar gute Technik, wenn du die Hand nur, also die Finger nur ganz leicht löst und gerutscht. Und jetzt wieder bis runter. Und jetzt bleibst du gleich da, rutsch wieder eins weiter. Das ist doch gar nicht so schwer. Ja. Weiter. Noch eins. Okay, das ist erste Übung oder Teil 1 dieser Übung. Kannst du das ganze Griffbrett machen? Ja. So, ist auch einfach nur zum Warmkriegen und die Hand so ein bisschen trainieren. Kannst in jede Richtung. Wohin du willst. Hier ist meistens schwerer, weil du musst die Hand ein bisschen weiter aufkriegen. Ja, aber kannst auch über das komplette Griffbrett, wie du willst, einfach nur ein bisschen so Handwarm kriegen. Okay. Trainieren. Ja. So, jetzt machen wir das Ganze, jetzt spiegeln wir das Ganze. Machen das so, ja. Ah, verstehe. Das ist jetzt natürlich noch kniffliger, ne? Irgendwie der kleine Finger noch zu hoch. Und man muss sich ja immer neue Herausforderungen suchen. Ja. Und das Prinzip der Übung bleibt die gleiche, machst du jetzt auch, guck mal, aufs nächste Stringset, aufs nächste, und dann gehst du in irgendeine Richtung. Andersrum, also das ist ja bestimmt bei jedem so, aber hier dieser komische Hautlappen dort, der hängt dann immer auf der Seite drauf und dann klingt die nicht. Das ist Teil der Übung hier. Ah, da muss man so richtig von oben die Seiten angreifen. Mhm. Und immer gucken, ich habe das jetzt so schnell gemacht, aber am Anfang immer gucken, klingen alle Seiten. Okay, also ist auch in Ordnung, wenn ich die nacheinander quasi anspiele? Richtig. Nicht zu hören, ob die klingen. Ich habe das nur gemacht, um Zeit zu sparen sozusagen. Aber du hast recht, also eigentlich habe ich früher immer so gespielt. Jeder Ton klingt. Und irgendwann, wenn du hast ja eben die andere Übung auch ziemlich schnell raus, dann weißt du, ja, es klingt, es funktioniert, dann geht es nur noch darum, die Hand zu bewegen. Also, dann kannst du auch alle anschlagen. Okay. Ja. Sehr schön. Ja, war das geklungen, ja? Ja. Muss gucken, dass du hier vielleicht, also das musst du ausprobieren, aber hier, wenn du hier irgendwie Platz schaffst, ja, dann siehst du es, dann macht deine Hand einen größeren Bogen. Ah, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass nicht die Finger, wenn du die so flach aufsetzt, dann berühren die ja die Seiten und je größer du den Bogen machst, du musst es nicht übertreiben, ja, aber du kannst immer mal gucken, wenn du hier den Hals berührst, ob du hier noch irgendwie Platz schaffen kannst. Mhm. So, das ist einfach... Kannst du das jetzt nochmal spielen? Jetzt würde ich es gerne unter dem Gesichtspunkt nochmal angucken. Okay. Bei dir, oder das geht auch, wenn du es schaffst, die zum Klingen zu bringen, du berührst mit diesem Teil hier den Hals, was nicht schlimm ist. Ja. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die Hand flach auflegst, ja, und dann irgendwie stoppst.
Wenn du dir einfach angewöhnst, hier ein bisschen Platz zu lassen, dann musst du ja den Bogen machen. Hast gar keine andere Wahl. Ja. So, aber nur, immer nur in dem Maße, wie die Töne zum Klingen bekommst. Okay. Teil 2 ist klar, übst du so. Also du hast den ersten Teil, das dauert ja eine Minute oder anderthalb oder fünf, wenn du dir viel Zeit nimmst, aber so, übst du so rum. Dann übst du so rum. Und jetzt, das ist der wichtigste Teil der Übung. Oh nein. Jetzt wechseln wir die ab. Ich habe sowas befürchtet. Was ist der allerschlimmste Teil der Übung? Bitteschön. Ach, nee. Mach langsam. Ja, ich hätte es jetzt nicht schnell gemacht. Und versuchen, die komplette Hand zu bewegen. Okay. Also nicht die Finger nacheinander weglegen, sondern so. Und jetzt drehe ich meine Hand und setze sie gleichzeitig auf. Versuchen. Okay. Genau, ja, sehr gut. Aber Schande, so rum ist es schwierig. Okay, ich verstehe das Prinzip. Ja. Du kannst auch eins nach dem anderen machen. Du musst das auch nicht bis nächste Woche oder wann auch immer du wiederkommst drauf haben, sondern du fängst einfach an mit einer Sache. So. Und ich denke, wenn du das 3 Tage gemacht hast, dann langweilt dich das schon. Dann kannst du auch schon, oder du machst immer alles, alle 3 Übungen, wie du es willst. Ja? Aber ich will nur nicht, dass du dich unter Druck setzt und so, ich muss das jetzt alles machen, sondern fang mit einer Sache an und dann wirst du irgendwann merken, ach, das ist leicht. Und wenn es leicht wird, dann musst du was anderes machen, weil dann nimmst du die nächste Übung und dann wechselst du das. Ja. Okay. Du kannst auch gleich das machen, aber das hat, wenn du die anderen 2 Sachen nicht gemacht hast, hast du da das größte Frustpotenzial. Ja. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Deshalb fang leicht an. Okay, step by step. Mhm. Okay. Okay. Haben wir unsere Technik-Sache abgehakt. Das war mal mein Vorbild. Das ist eigentlich immer noch so. Man wird ja älter und hat dann nicht mehr so. Aber Joe Satriani, und da war das zum Beispiel drin damals, dann habe ich das schön geübt. Da, irgendwo wird es sein. Gitarristen notieren nicht alles, die schreiben das auch gerne als Bilder auf. Hm. Wie Akkorde oder so. Das schicke ich dir auch. Ja. Und das ist schon alles. Sieht aus wie ein Muster. Ja, ist ja. Ja. Der macht zuerst, wechselt er die und dann später die einzelnen. Ja, kannst du machen, wie du willst. Ja. Hey Leute, danke fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über Kritik, Fragen und Themenvorschläge freue ich mich besonders. Schreibt dazu einfach in die Kommentare. Abonniert doch gerne meinen Kanal für mehr Videos rund um das Gitarrespielen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Üben.